In der letzten Folge hatten wir den Diplokaulus, der gut war fürs Wasser, ja, weil er euch einfach Sauerstoff und Wasser geben kann. Und jetzt geht es zu einem Tierchen, was wirklich scheiße ist. Was mit Scheiße zu tun hat. Aber bevor es losgeht, Freunde, denkt an mein Motto, Däumchen werden Träumchen. Genau, jetzt ein Like da lassen, dieses Video und auch meinen Channel unterstützen. Und auch wenn euch das Video nicht so zusagen sollte oder euch das Thema nicht interessiert, lasst es doch trotzdem mal bis zum Ende durchlaufen, da freut sich der YouTube-Algorithmus. Und das Tierchen, um was es heute geht, ist in dem Fall kein Tierchen, sondern ein Insekt. Und zwar, es geht heute um den Dung Beetle. Und zwar, der Dung Beetle ist nämlich auch zähmbar, er wird passiv gezähmt. Und das Gute an ihm ist, er kann euch zwei Sachen produzieren, die wirklich ganz wichtig sind, die ihr gut gebrauchen könnt. Eine Insektenplage ist ausgebrochen. Nein, ich habe die alle spawnen lassen, damit wir es hier ein bisschen einfacher haben. Und zwar haben wir jetzt hier ganz viele Dung Beetles, ja. Die wollen alle gezähmt werden. Ganz einfach aus dem Grund, diese Dung Beetles, die können euch richtig Arbeit abnehmen. Und den Rohstoff, den ihr dafür bekommt, ist richtig cool. So, jetzt ist aber die Frage, wie wird so ein Dung Beetle gezähmt? Also wie gesagt, der wird gezähmt, passiv. Und zwar braucht ihr vorzugsweise für den entweder rohes Fleisch, ja, menschliche Fäkalien, kleiner Kothaufen, verdorbenes Fleisch, mittelgroßer Kothaufen oder großer Kothaufen. Das heißt, egal was ihr ihm jetzt geben tut, ja, von diesen Sachen, er kriegt dadurch auf jeden Fall Zähmung. Jetzt gehe ich mal her, ich nehme einfach mal hier das, was ich gerade habe. In dem Fall ist es jetzt verdorbenes Fleisch. Und dann gehen wir einfach mal her, so, zack, hier kriegst du auf jeden Fall schon mal was. Dann können wir einfach mal hier so rein umgehen. So, zack, hier machen wir einfach mal, ne? Ich kann auch gleich noch mehr verdorbenes Fleisch holen, das ist überhaupt kein Problem. So, zack, hier, du kriegst auch noch. So, und dann habt ihr nämlich ganz schnell die hier nämlich gezähmt. Mhm. Ja, du kriegst auch. Du kriegst auch. So, du hier hinten auch. So, seht ihr, läuft doch. Es läuft doch. So, sehr schön. Wumms. Seht ihr, und dann hat nämlich fast jeder schon mal was gekriegt. Ich hole jetzt nochmal ganz schnell verdorbenes Fleisch, weil davon habe ich nämlich ganz viel in meiner Base. Also ich bin mir ziemlich sicher, mit 2000 verdorbenem Fleisch kommen wir auf jeden Fall schon mal ein Stückchen weiter. So, jetzt werden wir mal hier schnell weitermachen. Okay, er ist noch nicht wieder hungrig. So, du kriegst auf jeden Fall was. Jetzt müssen wir mal schauen, wer hier noch nichts hatte. So, du hattest noch nichts. So, du hattest schon. Du hattest auch schon. Sehr schön. Okay, ist mir hier vielleicht noch einer abgehauen irgendwo? Hm. Springt hier irgendwo einer in der Gegend rum? So, das dauert natürlich jetzt, bis wir alle wieder Hunger haben. Ja, da müssen wir auf jeden Fall einen kleinen Moment warten. Aber, wie gesagt, es geht ja darum, dass wir sie gezähmt haben und damit ich euch nämlich dann zeigen kann, was die nämlich dann drauf haben. Deswegen warten wir auf jeden Fall mal ein bisschen, ja. Und hier sind manche mit dabei, die haben echt schöne Farben. Oh, das ist herrlich. Sehr schön. Okay, ich warte jetzt mal ganz kurz, bis wir alle wieder Hunger haben. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die ersten haben schon wieder Hunger. So, zack, wunderbar. Der ist schon mal gezähmt, der gehört schon mal uns. Das ist richtig cool. So, okay. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, welche hier noch Hunger haben. Hm, der hat auf jeden Fall Hunger. Sehr schön. So, zacke die Bumm. Ah, es läuft. Es läuft. Es kann natürlich einen kleinen Moment dauern, bis sie dann wieder fressen. Ja, das kann schon eine Zeit lang dauern. Ich muss jetzt auch einen ganzen Moment warten. So, zack, du bist auch gezähmt. Sehr schön. So, die tun wir natürlich dann mal alle abpfeifen. So, jetzt gucken wir auf jeden Fall, welche hier alle wieder fressen wollen. Sehr schön. Das geht hier auf jeden Fall ratzfatz. Ja, das geht eigentlich richtig schnell. So, muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. So, du hast auch wieder Hunger. Sehr schön. So, okay, warte mal, du bleibst da stehen. So, hier, der will abhauen. Gibt's aber nicht. Du bleibst schön da. Mhm, du kommst jetzt mit mir. Komm her. So, bei dem dauert es noch. So, warte, warte, warte. Ja, hier, guck mal, er versucht sich zu beeilen. So, du hast auch wieder Hunger. Sehr schön. Okay, so, nehme ich dich nämlich jetzt auch gleich mit. Die ziehen wir nämlich wieder nach vorne. Ja, weil die behalte ich natürlich alle. Die sind nämlich richtig cool. Aha. So, kommt mal bitte alle mit. Ja, kommt mal bitte alle mit hier in die Richtung. Ja, damit ihr hier alle zusammen seid. Als eine große, glückliche Familie. Da sind die Morphodon. Hm, den hatten wir schon. So, okay. Und dann haben wir nämlich jetzt hier, sehr schön, die alle zusammen. Coole Sache. So, hier ist noch einer. Den nehme ich auch mit. Jawohl. So, zack, abpfeifen. Hier ist noch einer. Oh. Was war mit dir? Habe ich dich vergessen zu füttern? Oh, das tut mir aber leid. So, okay. Dann du. Sage die Bumm. Sehr schön. Oh, komm mal mit. Oh, die schmeißen wir jetzt hier hin. Sage die Bumm. Sehr schön. Okay. So, da hinten habe ich auch noch einen gesehen. Da hinten macht auch noch einer rum. Der wollte stiften gehen. Ja, der wollte abhauen. So, okay. Zack, dich haben wir auch. Sehr schön. So, dich nehmen wir natürlich auch mit. Ne? Abhauen gibt's nicht.
Ihr werdet jetzt alle bei mir zwangsverpflichtet zu arbeiten. So. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, das habe ich schon mal alles. So, mal gucken, ob mir noch einer ausgebüxt ist. Ist mir noch einer ausgebüxt? Sieht nicht danach aus. Es scheinen alle da zu sein, bis auf den hier. So, zack, dich habe ich jetzt auch. So, komm mit. Oh, den auch mal hier hingestellt. Sehr schön. Okay. Ich muss nur noch auf den hier warten. Der wird noch einen kleinen Moment dauern. Okay, ich werde mal hier kurz sortieren und dann sage ich euch nämlich gleich, was nämlich hier die Dung Beetles nämlich dann drauf haben. Mhm, das ist nämlich cool. Jetzt kommen wir aber erstmal dazu, was euch der Dung Beetle nämlich herstellen kann und was ihr nämlich dazu braucht. Und ja, ich weiß, es regnet wieder. Yay! Keine Aufnahme ohne Regen. Ich find's lustig. So, ich habe jetzt auf jeden Fall meine Dung Beetles, habe ich jetzt hier in der Base. Die stehen auf Wandern, weil die müssen nämlich rumlaufen. Wenn sie nicht rumlaufen, produzieren die auch nichts. Ich muss nur aufpassen, dass sie mir nicht abhauen gerade. Weil wenn ihr sie natürlich dann hier frei rumlaufen habt, ja, müsstet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr entweder ein geschlossenes Gebiet habt, ja, wo nichts passieren kann, weil die hauen euch sonst ab. Weil das Problem ist, hier vorne raus können sie nicht bei mir, ja. Und nach da hinten raus würden sie sonst in den Sumpf fallen. Weil hier, da unten, da hier unten ist nämlich dann schon sumpfiges Gebiet. Aha, da würden sie nicht lange überleben. So, jetzt ist es aber so. Also, ihr braucht auf jeden Fall Kot. Ja, also Kacke. Und zwar, da spielt es keine Rolle, ob es von Tieren ist oder ob es von euch ist oder sonst irgendetwas. Weil die brauchen in ihrem Inventar so quasi die Fäkalien. So, und aus diesen Sachen gehen sie mich dann her. Ich will mal hier kurz gucken, welcher war das jetzt. Weil einer hat nämlich schon was hergestellt. Hier, da. Er hat nämlich jetzt schon bereits aus dem Kot, hat er nämlich schon bereits Dünger hergestellt und Öl. Richtig cool. Meine Empfehlung ist, dass ihr natürlich dann mal einige herstellt. Ja, meines Wissens tun sie den Kot nicht automatisch aufsammeln. Nach meinem Wissen ist es so, dass man den Kot reintun muss. Weil ich habe das nämlich jetzt auch so gemacht, dass ich den Kot einfach reingestoppt habe. Und wie gesagt, da kann es natürlich ein bisschen dauern, bis sie sowas hergestellt haben. Deswegen sollte man schon eine größere Anzahl haben, damit es sich dann auf jeden Fall lohnt. Ich würde euch empfehlen, geht einfach her, baut vielleicht ein Gehege, ja, wo ihr sie dann reinschmeißen könnt. Weil ich habe sie zum Beispiel bei mir ins Gewächshaus erst reingesetzt, ja, aber da wollen sie sich nicht bewegen. Da bewegen die sich kein Stück. Wollen sie einfach nicht. Aber egal. So, jetzt habe ich sie auf jeden Fall hier. Sie rennen jetzt hier gerade rum. Ich könnte es auch bedenkenlos machen, wenn da hinten auch alles zu wäre. Ja, dann könnten sie einfach hier rumrennen. Wäre mir total egal. Aber wie gesagt, ich werde es dann wahrscheinlich bei den Dung Beetles so machen, dass ich da dann auch ein Gehege haben werde, damit sie da frei rumrennen können. Und das sollte dann normalerweise auch nichts passieren. Also, wir rekapitulieren nochmal. Der Dung Beetle, passiv tame, ganz schnell gezähmt. Man kann verschiedene Sachen dafür nehmen. Ich habe jetzt verwendet verdorbenes Fleisch. Hat wunderbar funktioniert. So, und dann müsst ihr hergehen. Die Dung Beetles, die tut ihr dann wieder so quasi hier irgendwo absetzen. Stellt sie auf Wandern, stoppt einfach Kot in die rein. Ist egal, ob der kleine, mittlere oder große Kothaufen. Ja, so, und dann tun sie euch daraus nämlich dann Sachen zaubern. Ja, also wie gesagt, ihr kriegt dann auf jeden Fall Dünger raus und Öl. Ja, passiert vollautomatisch. Ihr müsst immer nur darauf achten, dass die Scheiße so quasi schön in dem ihren Inventar landet. Gerade für Vanilla-Spieler oder auch für Konsolenspieler ist es auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, weil so habt ihr nämlich die Möglichkeit, auch automatisiert etwas herzustellen, ohne dass ihr da großartig jetzt was selber produzieren müsst. Weil ein Dung Beetle, wie gesagt, ist schnell gezähmt, ja, er stellt euch diese Sachen her, müsst ihr auf jeden Fall nicht mehr so viel machen. Und ich meine, Öl kann man immer gebrauchen. Gerade was Konsolenspieler oder auch Vanilla-Spieler angeht, braucht man ja auch gerade sehr viel Benzin. Zum Beispiel, ja, für die Generatoren. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich euch mit diesem kleinen, feinen Video weiterhelfen konnte. Hier seht ihr jetzt nochmal drei Videos, die ich euch verlinke. Natürlich auch wieder alle handverlesen. Und genauso auch die Verlinkung zu meinem Let's Play-Channel. Schaut da gerne mal vorbei. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und jetzt wünsche ich euch einen traumhaften Tag. Bleibt mir gesund und wir sehen uns zum nächsten Video. Haut rein!